Herzlich willkommen zurück hier vor meiner Wall. Ihr seht, es hat sich einiges verändert, ist ein bisschen was dazugekommen, darum soll es heute aber nicht gehen. Vielmehr geht es heute um die 90er. Ja, ihr wisst schon, diese verrückte Zeit voller VHS-Kassetten, Nintendo Game Boys, Sega Game Gear, der übrigens ein Flop war, und natürlich auch die Multimedia-Kassette, also sprich die Kassette, auf der Musik abgespielt wurde. Ja, hier in diesem Walkman-Teil, was aus den 80ern kam, von Sony. Genau. So, wir picken uns aber heute, oder beziehungsweise ich picke mir heute ein Anime raus aus dem Jahre 1995. Bei dem Anime ist es eher so, dass der halt ja leider auch voller Gewalt steckt, voller Action und, Frauenpower. Frauenpower war ein großes Thema. Und ja, Film ab. Colt, Walter, P99, Scar oder Barrett. Das sind nicht einfach irgendwelche Namen. Das sind Namen von einigen der bekanntesten Schusswaffen verschiedenster Kaliber. Diese Waffen werden nämlich nicht nur legal zum Verkauf angeboten, sondern wandern auch gern über den einen oder anderen Kofferraum oder in Massen auch über das ein oder andere Lagerhaus. Diesem Waffenhandel muss auf jeden Fall Einhalt geboten werden. Doch die Polizei und auch das ATF sind mit den Männern hinter den Händlern einfach total überfordert. Denn in Chicago regiert schon lange der große Boom an illegalen Waffen. Die Händler können zwar immer wieder dingfest gemacht werden, aber die eigentlichen Drahtzieher schaffen es immer wieder, sich herauszuwinden. Kein Wunder also, dass immer mehr Kopfgeldjäger durch die Stadt ziehen und Jagd auf solche Verbrecher machen. Doch das Geschäft ist mehr als lukrativ. Kein Wunder also, dass die Kopfgeldjagd keine reine Männerdomäne mehr ist. Denn dort am Straßenrand steht er. Der Shelby Cobra GT500 und darin sitzt eine scheinbar harmlose Frau, während ein paar Meter weiter scheinbar ein Mädchen telefoniert. Ah, moshi moshi, Janice? Doko ni kageten da? Darf ich vorstellen, das sind Rally Vincent und Minnie Mae Hopkins. Doch die beiden Frauen sind alles andere als harmlos, denn während Rally die absolute Waffennärrin ist und so ziemlich jede Waffe besitzt, die es zu kaufen gibt, ist die kleine Minnie Mae eine echte Sprengstoffexpertin. Alles, was knallen soll, darf, wird dabei von ihr in die Luft gejagt. Allerdings übertreibt sie es manchmal ein wenig mit ihrer explosiven Art und es geht hin und wieder mehr zu Bruch als soll. Doch eins ist garantiert sicher. Wenn diese beiden Damen vor Ort sind, gibt es bald einen Kriminellen weniger an der Stadt. Denn beide sind gut. Verdammt gut. Bounty Hunter, Larry Vincent. Unterstützt werden die beiden regelmäßig und natürlich nur gegen eine entsprechende Bezahlung von der IT-Spezialistin Becky Farrer. Denn sie ist für die Informationsbeschaffung zuständig. Aber auch Detective Royal Coleman steht den Frauen in brenzligen Situationen stets zur Seite. Diesmal haben sie es auf den Waffenhändler Jonathan Washington abgesehen, denn er gilt als Bindeglied zwischen den hiesigen Vermarktungssträngen. Die Frage ist, ob das reicht, um den Markt für eine gewisse Zeit trocken zu legen. Das alles soll für Rally und May aber erst einmal keine Rolle spielen. Sie machen Jonathan erst einmal dingfest und kassieren ihr Kopfgeldprämie. Interessant wird es allerdings für die beiden Frauen, als der ATF-Agent William Collins in ihrem Waffengeschäft auftaucht und sie um Hilfe bittet. Allerdings winkt hier keine Bezahlung, sondern eher eine Hausdurchsuchung seitens des ATF, beziehungsweise soll diese nicht stattfinden, wenn Rally und May der Behörde bei ihrem Waffenschieberfall helfen würden. Was beide Seiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, der Waffenschieberring zieht sich in Kreise, in dem selbst das ATF nicht so einfach handeln kann. Das verkompliziert die Sache ungemein und bringt nicht nur Collins in Gefahr, sondern auch die beiden Waffennärrinnen Rally und May. Wird es allen Beteiligten gelingen, aus diesem Fall heil herauszukommen? Und in welche Ebenen zieht sich diese mafiöse Verbindung des Waffenhandels noch? Ihr werdet das erfahren in der dreiteiligen OVA Gunsmith Cats. Die OVA Gunsmith Cats aus dem Jahr 1995 basiert auf dem gleichnamigen Manga von Kenichi Sonada. Er schrieb auch die Originalstory und entwarf das Charakterdesign für den Anime.
Regie führte übrigens Takeshi Mori, welcher schon an Anime-Titeln wie Ranma oder Rurouni Kenshin mitgearbeitet hatte. Was in der OVA besonders auffällt, ist der Detailreichtum von Autos und vor allem den Waffen. Das war auch schon im Manga so und beweist die Detailverliebtheit Sonadas. Denn eigens für den Anime ist das Team nach Chicago gereist und hat sich die Orte, Waffen und Autos genau angeschaut und sogar vieles illustriert. Das kommt natürlich der OVA zugute und dafür, dass sie 1995 produziert wurde, sieht sie selbst heute noch erstaunlich frisch und lebendig aus. Leider fand der Anime nur zweimal den Weg nach Deutschland, nämlich über OVA-Films auf VHS und DVD. Beide Versionen sind natürlich komplett vergriffen, gerade die DVD ist nur noch zu überhöhten Preisen zu haben. Aufgrund der guten Qualität der leider viel zu kurzen Anime-OVA und der coolen Charaktere solltet ihr diesen Titel unbedingt einmal gesehen haben. Auch wenn es keine deutsche Synchronisation gab. Für Action-Fans und Fans gut produzierter Anime-Titel sollte dieser hier auf keinen Fall im Regal fehlen. Absoluter Kult. なかなかいい女らしいじゃないか。こっちを向いて顔を見せてくれ。殺す前にたっぷり可愛がってやるぜ。ほら、早くしろ。お、